hier, meine Freunde. Willkommen zurück zu einer weiteren Episode eines Pokémon X Wonderlock Let's Play Part mit mir, dem Regi. Und in der letzten Episode waren wir auf der Route 21 stehen geblieben und müssen noch diesen kleinen Teil hier unten links machen. Und hier gibt es auch noch den einen oder anderen Trainer, gegen den wir kämpfen können, beispielsweise den hier. Und der erzählt uns Folgendes. Ich würde mich ja gerne an der Siegestraße versuchen, doch irgendwie fehlt noch was. Sei so gut und bring mich an die Grenzen meiner Leistungskraft. Wow, was bist du denn bitte schön für ein arroganter Schnösel, lieber Etienne, hä? Sein Skelabra kommt er dich ganz cool vor mit seinem komischen Fake Hades. Ja, ich muss gestehen, mein lieber Freund, ich habe hier den wahren Banger der Geister im Team, nämlich Spiritomb. Und der Spiritomb, der wird dafür sorgen, dass die Skelabra jetzt in der Hölle schmort. Und was denn? Oh nein. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja, Skelabra, du hast ein bisschen was drauf. Du bist ganz okay. Okay, du kannst Konfusstrahl. Okay, jetzt habe ich ganz großen... Spaß. Ich habe gar keinen Respekt für das. Was bist du denn für ein lächerlicher Vogel? Schwan, du bist so ein komischer Kronleuchter. Mit gebogenen Armen. Was ist denn los mit dir? Guck mal. Skelabra, du bist schlecht. Ja, ich habe nie behauptet, dass Skelabra gut sei. Leute, Skelabra, ziemlich gutes Pokémon. Im 5. Gen fand ich es ziemlich decent, weil es halt Shadow Attack hatte. Sprich, ausweglos, aber... Es hat halt ausweglos nie offiziell bekommen. Das ist dasselbe Spielchen wie Zapdos mit Lightning Rod, also Blitzfänger. Das war auch Zapdos versteckte Fähigkeit. Aber irgendwie hat sich Game Freak dazu entschieden, das dann halt Zapdos doch nicht zu geben. Deswegen auch immer. Fand ich jedenfalls extrem schade. Hat mich teilweise auch sehr enttäuscht, aber meine Güte, was soll man da machen, ne? Die werden sich dabei schon was gedacht haben. Wobei man gestehen muss, dass Zapdos mit Lightning Rod schon ziemlich OP wäre. Also, ohne Witz, Leute. Zapdos mit Lightning Rod? Das muss man sich doch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie broken ist das denn? So, also wie ging das jetzt hier weiter? Ich glaube, ich muss diesen Stein hier auf jeden Fall ganz nach links schieben. Damit ich den Stein daneben auch nochmal weiter nach links schieben kann. So, und dann halt in das Loch unten links reinfallen lassen kann. Kann. Und damit meine ich jetzt nicht die Stadt, die sich im Süden von... Ja, Frankreich befindet, ne? Wo die Kanna, ja, Filmspiele auch stattfinden, soweit ich weiß. Kennt ihr die? Kann, Leute, kennt ihr Kann? Kennt ihr bestimmt, oder? Kennt ihr doch bestimmt. Also ich habe das im Französischunterricht, aber ich habe da auch ab und zu so im Sat.1 Frühstücksfernsehen von gehört, ja? Ich habe mir das Sat.1 Frühstücksfernsehen immer wieder gerne... Ach komm, ich kann über dieses Thema nicht mal lügen. So schlecht bin ich dabei. So, ich glaube, insgesamt gab es in diesem Areal... 4 Steine, 2 davon haben wir jetzt schon ins das Loch gehauen und ich glaube, wir machen jetzt einfach mal weiter. Ich glaube, das sind die Steine, die wir fürs erste bewegen mussten. Der Rest ist jetzt gerade erstmal irrelevant, das heißt, wir müssen uns jetzt hier erstmal durch die neuen Wege durchkämpfen. So, wen haben wir jetzt hier? Seit Jahren warte ich am Vergehen auf mein heißgeliebtes Herzblatt. Tja, und in der Zwischenzeit ist aus der Kessengöre von 1 eine überreife Frau geworden. Eine überreife Frau. Oh, ich merk's. Das ist eine Veteranin. Oh, okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe jetzt gedacht, was? Das ist ja in der Tat eine Veteranin. Das schockiert mich jetzt gerade ein bisschen. Ich habe gedacht, das ist jetzt so eine junge Göre. Aber, ja gut, okay. Jetzt ergibt es auch Sinn, warum die so komisch dahergelabert hat. Und sie hat immerhin einen Monagoras, also ein starkes Pokémon, das knirschen kann und das mit Titankäfer. Ja, okay, es geht ja noch. Wobei, es geht ja noch, es ist gerade leicht übertrieben. Ich hab, guckt euch das mal an. Wenn da zwischendurch vielleicht mal irgendwie so ein Special oder Defense Drop kommt, dann habe ich ein Problem. Dementsprechend gehe ich nochmal raus auf Stadida. Stadida ist halt das Pokémon, das dieses Moragoras am besten in Schacht hält. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, dass Stadida ein Feind für dieses Moragoras ist. Ich meine, Knirscher, okay, macht neutralen Schaden, aber bei dem Moragoras, den Stadida vorzuweisen hat, ist es irrelevant. Und ich habe zusätzlich noch den Beulenhelm. Wisst ihr? So, ich meine, jetzt kann sogar ein Erdbeben kommen. Das juckt mich nicht, die Bohne. Durchbruch meinetwegen, sogar noch schwächer als Erdbeben. Also sehr, sehr effektiv. Von einem Monagoras. 119 Base-Angriff. So. Also es müsste auf Level 100 so ungefähr auf 370 kommen mit einem harten Wesen und maximalen EVs. Also das ist schon ziemlich gut. Weil was heißt, es müssten 300... Wartet, es kommt gleich. Es müssen 370 oder 380 sein. Wenn mich meine Künste jetzt gerade hier nicht auf den Arm nehmen. 119 Base-Angriff? Ja doch, müsste ungefähr so viel sein. So, ich habe jetzt gerade einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe nicht vergessen, den Stein da unten runterzuschieben.
Deswegen auch immer. Ich bin da eigentlich gegen gelaufen, aber der Stein, der wollte nicht runter. Also eigentlich habe ich das schon runter. Ach, der, ach so. Wow. Wie soll man da bitte schön drauf kommen? Hm? Wie soll ich bitte schön drauf kommen, dass da ein Stein im Weg ist? Dieses Spiel, ne? Manchmal verstehe ich sie einfach nicht. Was wollen diese Spielchen von mir? Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber gut, beschwere ich mich mal nicht drüber. Ich glaube, ich bin jetzt demnächst auch hier durch mit der Route und dann kann ich beruhigt in Herzens behaupten, dass ich zur Siegestraße will. So, haben wir jetzt hier noch was? Ja, tatsächlich, hier gibt es noch ein Item. Und zwar ist es ein Sonderbonbon. So lobe ich mir das. Sondermonster sage ich nie nein. Ich glaube, wir müssen jetzt 7 Stück haben. Ich habe noch keinen einzigen hier in diesem Let's Play benutzt. Spaß, ich habe das Simisage natürlich mit Donnerbonbons hochgelevelt, ist ja klar. Weil ich werde natürlich nicht Zeit verlieren. Und Zeit ist gerade, habe ich nicht so viel Zeit. Muss gestehen, ne? Weil ihr wisst Bescheid, ich muss noch ganz viele Sachen durchdringen. Heute habe ich einen ganz guten Vorsprung gemacht. Ich war nämlich heute shoppen. Ich wollte auf jeden Fall noch shoppen gehen, bevor ich meine Reise antrete. Ja, ein paar neue Rosen gekauft, ein paar neue Oberteile. Wie es sich gehört, habe ich mir auch lange nicht mehr gegönnt. Und ja, musste auch mal wieder sein. Das heißt also, ich bin jetzt bestens körperlich ausgerüstet. Ich habe meine Versicherung abgecheckt. Ja, das heißt, ich bin versichert für den Fall, dass da irgendwas passieren sollte in den USA. ADAC sei Dank. Ja, Auslandskrankenschutz muss sein, Leute. Denkt dran, falls ihr da irgendwie mal, vor allen Dingen in den USA, behandelt werden müsst. Das wird teuer. Vor allem, wenn ihr nicht versichert seid. Das wird teuer. Also, passt da lieber ganz gut auf und sorgt dafür, dass ihr irgendwie versichert seid. Das kann ich euch an dieser Stelle nämlich nur raten. Das habt ihr ein Problem. Und nicht nur ein kleines Problem, das ist ein ziemlich großes Problem, wenn ihr mich fragt, weil das echt teuer wird. So, was habe ich heute noch erledigt? Ich habe, oder werde jetzt gleich noch hier ein paar Unterlagen für die Uni erledigen. Und das heißt dann für mich, ich muss morgen zur Uni mich einschreiben lassen. Ich bin gespannt, was die mir da sagen werden, ob die mir wieder irgendwas auftischen werden, womit es dann heißt, ich darf nicht studieren, bla bla bla. Ich hoffe nicht, ich habe meinen Termin, ich habe die Unterlagen, fast alle da, ich brauche nur noch eine aktuelle Versicherungsbescheinigung von meiner Krankenkasse. Die konnte ich jetzt leider in der kurzen Zeit nicht auftragen oder aufbringen. Ich habe am Sonntag den Termin gemacht, am Dienstag ist der Termin und in einem Tag, ja, ist recht schwer, so etwas zu besorgen. Es sei denn, du gehst direkt zur Krankenkasse, aber dafür hat mir am Montag die Zeit gefehlt, also heute. Ja, und ja, das heißt also morgen für mich, ich werde morgen früh um 8.45 Uhr in Essen sein müssen, mich einschreiben für die Universität. So, da komme ich nach Hause, ich werde auf jeden Fall dann weiter aufnehmen müssen, einfach damit ich ein bisschen vorankomme. Ich will dann, wenn es geht, vielleicht X fertig beenden, Yu-Gi-Oh! Will ich auch noch fertig aufnehmen. Und dann geht's nachmittags auch zu Sui. Und dann muss ich bei Sui, oder will ich bei Sui, wenn es geht, auch noch die Duolog fertig aufnehmen. Weil so viel von der Duolog ist dann tatsächlich nicht mehr da. Ich glaube, die letzte Session, die haben wir dann beendet. Das war kurz vor Twin Drake City. Das heißt, also eigentlich sollte es nicht mehr so lange dauern. Ich würde sagen, so 10 Parts, dann müssen wir mit der Duolog durch sein. Ja, das Gefühl, du könntest mich noch richtig was drauf haben. Los, zeig mir was, mach mich fertig. Ja, einige von euch werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, warum ich mich jetzt hier hinbegebe. Der Grund dafür ist, dass ich hier sogar noch ein Pokémon fangen darf und ich will natürlich alles hier ausnutzen, bevor es dann irgendwie heißt, ja, Regi, du hast hier unter anderem Pokémon vergessen und ja, das soll natürlich nicht der Fall sein. Hi, du. Level 29. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Wasserfälle kann man doch auch nur mit Kaskade runter, ne? Weil das Problem dann natürlich ist, dass man die Wasserfälle nicht mehr hochkommt. Deswegen begreife ich jetzt gerade nicht, warum die Level dieser Trainer so niedrig sind. Irgendwie ergibt das keinen Sinn. Ich meine, warum Pokémon Level 29 für ein Gebiet, für das man ja eigentlich tatsächlich Kaskade braucht, was man erst nach dem 8. Orden kriegt. Das ergibt in meinen Augen gerade komplett gar keinen Sinn. Aber gut. Die Leute werden sich dabei gedacht haben, oder ich übersehe mal wieder was, das ist natürlich auch der Fall. Wenn ich was übersehe, Leute, ihr wisst Bescheid, schreibt mal in die Kommentare. Sowas, da bin ich natürlich immer so ein bisschen zwiegespalten, ist jetzt nicht das richtige Wort, aber ich bin da halt immer ein bisschen so benebelt. Ja, wobei benebelt auch nicht das richtige Wort ist. Ich bin einfach so ein bisschen von der Rolle, ja? Schwer von Begriff, das trifft sogar noch besser. So, Schattenstoß, das wird ausreichen, um das Gardevoir zu besiegen. Oder Arrivederci Gardevoir, wir sehen uns im nächsten Leben irgendwann. Mein Dorf war ein ganz großer Fanclub. Viele, viele kleine Elfjährige stehen auf Gardevoir. Da habe ich ja gerade ganz viele Feinde gemacht, ich weiß. Aber Gardevoir ist nicht so mein Fall. Auch wenn ich Gardevoir
dieses Jahr besonders lieben gelernt habe. Hat mir immerhin einen dritten Platz in den, oder auf den Nationals eingebracht, ja. Da hat natürlich God of War einen besonderen Platz in meinem Herzen. Genau wie Pyroleo und Raichu. Und natürlich auch Demeteros. Jedenfalls das Demeteros in seiner Tiergeistform. Ja, das ist echt interessant. Leute, wenn ihr mal mit solchen Pokémon recht erfolgreich seid, sei es auch vielleicht so auf dem Turnier, dann baut ihr einfach zu den Pokémon so, wie soll ich sagen, so eine kleine Beziehung auf. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt nicht so Beziehung im sexuellen Sinne, sage ich mal, sondern einfach so eine Beziehung von wegen, ach ja, das Ding ist ja richtig episch, ne? Und dem habe ich jetzt das und das zu verdanken. Ja, muss man feiern teilweise. Muss man einfach feiern. Okay, so, ich glaube, den Stein muss ich jetzt hier in das Loch schieben. Schlüssellochprinzip, wie es lebt und lebt. Und dann muss ich halt über das Loch hier rechts den Stein da hoch verschieben. Und dann komme ich auch in die TM daran. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gerade überhaupt mache, aber ich will halt auf jeden Fall an die TMs rankommen. Das ist mir schon recht wichtig. Ich meine, es kann ja sein, dass es auch noch eine gute TM ist. Wer weiß, vielleicht ist das Flammenwurf oder sowas in der Art. Und dann will ich die natürlich auch noch haben. Wobei Flammenwurf kann es nicht sein, weil Flammenwurf hat ja auch schon meinen Zapdaran drauf. Deswegen ist es höchstwahrscheinlich kein Flammenwurf. So, jetzt kann ich nämlich nochmal hier einmal eine Runde drehen und bla bla bla. Easy going. Was ist das für ein TM? Was könnte es sein? Ich habe keinen blassen Schimmer. Erdbeben! Wow, sick. Gut, dass ich hier runtergekommen bin. Und ich weiß noch ich kenne noch ganz viele andere Orte, wo wir TMs holen können. Und Erdbeben, das lohnt sich, Leute. Erdbeben für Stadida, das wird richtig nice. Erdbeben ist halt mal eben fast doppelt so stark wie Dampfwalze. Ich meine, gut, mit Dampfwalze können wir jetzt natürlich nicht mehr die Initiative unseres Gegners senken. Aber dafür ist natürlich Erdbeben um einiges stärker. Und ist halt seit der ersten Gen eine kleine Massenvernichtungswaffe, sage ich mal. Erdbeben. Don't underestimate it, guys. Erdbeben ist schon sick. So, hier kann ich sogar noch den Wasserfall hoch. Es gibt noch andere Orte, auf denen ich, oder bei denen ich den Wasserfall hochfahren kann, wobei. Ich könnte Steinkante bekommen. Das ist dann halt in diesem Eisgebiet, aber. Tatsächlich, irgendwie lohnt es sich nicht. Ich glaube, das werde ich nicht machen. Das werde ich nicht machen, weil das einfach. Wenn ich ein Pokémon mit Fliegen hätte, Leute, ne? Ich hätte es gemacht, aber so jetzt gerade. Na, tue ich mich an. Und da oben ist aber noch ein Trainer. Das ist sogar ganz gut. Gegen den will ich kämpfen. Den will ich den Arsch versohlen. Und da ist sogar noch eine Höhle. Und in der Höhle, Leute, da kann man ein Pokémon fangen, weil das eine eigene Zone ist. Also ein eigenes Gebiet. So, ich glaube, hier haben wir schon ein Pokémon gefangen. Das ist nämlich die Route rechts von... Wie hieß die Stadt? Ich habe in dem ersten Orden, wo auch Viola die Arena-Leiterin ist. Ich habe keine Ahnung mehr, wie dieser Ort hieß, aber... Schutz wäre auch gar nicht mal so schlecht, ne? Warum habe ich denn Schutz im Gepäck? Ja, aber das Ding ist, Schutz lohnt sich jetzt gerade gar nicht, weil ich dann halt gleich die ganze Zeit umherfahren muss. Das heißt also, lieber spare ich jetzt gerade ein bisschen Schutz, als dass ich jetzt umsonst einen Schutz benutze und gleich rumspare. Und dann eigentlich vielleicht dieselbe Zeit verplemper. Wobei, es wird nicht dieselbe Zeit sein, die ich jetzt gerade verplemper mit den Wild Encounter, aber trotzdem. Man weiß ja nie. Ich schiebe jedenfalls jetzt Zapdaran nach vorne. Zapdaran sollte nämlich auch easy in der Lage sein, die Typen hier zu zerfetzen. Ich freue mich mit Leuten, von denen ich was lernen kann. Weißt du was? Dann bin ich jetzt dein bester Freund. Denn von mir kannst du richtig viel lernen, Felix. Oh, Felix! Hopsi TV, was geht ab bei dir? Kleiner Cameo-Auftritt von ihm. Okay, und der hat sogar Lucario. Ja? Also ein recht cooles Pokémon. Ist auch Level 31 auf Level Autosbeard, aber. Ja, ein Flammenwurf von einem. Ich würde sagen, fast 30 Level höheren Zapdaran. Da kann natürlich auch so ein cooles Pokémon wie Lucario nichts tun. Und ja, ich habe es gesagt, Leute, Lucario ist ein cooles Pokémon. Und das stimmt. Mega Lucario ist vor allen Dingen recht episch. Also, das Aussehen ist, ich sag mal, unspektakulär. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Pokémon. Eine sehr interessante Pokémon. So, also ich weiß gar nicht, wie es hieß. Höhle der Leere? Irgendwie sowas in der Art. Aber hier kann man auf jeden Fall... Kann man hier keine Pokémon fangen? Ich war mir recht sicher, dass ich hier ein Pokémon fangen kann. What ist da los? Warte mal, das ist die Höhle, ne, die Kammer der Leere, ne? Okay, Leute, warum gibt es in der Kammer der Leere kein Pokémon? Ach ja, die Kammer ist ja leer. Gott, bin ich dämlich.
Vorher bin ich eigentlich nicht. Ich kann dafür, also ich kann da nichts für. Hätte ich nämlich den Namen dieser Kammer gekannt, hätte ich eventuell auch schon drauf kommen können, dass es hier gar kein Pokémon gibt. Ja, aber wisst ihr, was man hier bekommen kann? Den Banettniten. Wenn ihr euer Mega-Armband nämlich geupdatet habt. Dann könnt ihr hier den Banett. Ich glaube, es heißt sogar Banettionit. Könnt ihr den Banettionit kriegen. Ja, wenn ihr das noch nicht wusstet, jetzt wisst das. Also sorgt dafür, dass ihr was Gutes mit diesem Wissen macht. Und züchtet euch ein Mega-Banett. Es lohnt sich. Mega-Banett, ein sehr cooles Pokémon. Habe ich sogar auch eins. Wollte ich sogar in irgendeiner Arena-Leiter-Pokémon benutzen. Ja, wenn ich da mal gekämpft hätte. Das wäre ziemlich episch gewesen. Es wäre sogar ziemlich gut gekommen. So. Historische Zugang zur Siegestraße. Nur Trainer im Besitz aller 8 Arena-Orden wird hier Zutritt gewährt. Mal sehen, wie viele Orden du hast. 1, 2, 3, 4. Fantastisch. Alle 8 Orden. Gut, dann lass mich mal überprüfen, ob du auch hältst, was du versprichst. Ach ja, was? Stimmt, beim ersten Mal habe ich damit gar nicht gerechnet. Und auch jetzt habe ich wieder gar nicht damit gerechnet. Das ist nämlich ein Trainer, der gegen uns jetzt kämpfen will. Er will wissen, was wir drauf haben. Und deswegen kämpft er gegen uns. Klingt kreativ, ist es auch. Okay, er hat einen Rockara. Dieser Rockara sollte ich eigentlich mit Strauchler besiegen können. Oder auch nicht. Rockara wiegt anscheinend ein Kilogramm. Na gut, hätte ich mir denken können, das ist ja auch ziemlich klein. Oft ist es bei Pokémon so, dass kleine Pokémon recht wenig wiegen. Und guckt euch das mal an. Ich mache mit Donnerblitz. Ich hätte jetzt fast gesagt, viel mehr Schaden. Aber so viel mehr Schaden ist jetzt eigentlich nicht. Naja, ich will mich mal nicht mehr beschweren. Nochmal Donnerblitz. Und es reicht ganz knapp nicht für den K.O. aus. Hätte ich mal lieber dreimal Donnerblitz angegriffen. Dann wie ich Rocker, jetzt nehme ich K.O. Und ich hätte mit Zapdarang hier keinen unnötigen Schaden fressen müssen. Den Säurespeer offenbare ich dir jetzt auch nochmal. Dass du mal siehst, was so ein Säurespeer so ausrichten kann. Und es gibt nur 2000 Erfahrungspunkte. Und da kommt auch noch Seedraking ins Match. Oh Gott. Seedraking, ey. Mit Drachenpuls. Okay. Und die Tarnsteine liegen aus, Leute. Das heißt, ich kann jetzt mit meinen Pokémon nicht unbeschwert hin und her wechseln. Ich glaube, Säurespeier wäre sogar besser gewesen. Dann hätte ich dieses Seedraking nur mit 2 Angriffen besiegt. Säurespeier erstmal, dann hätte ich es glaube ich so ziemlich auf 90% gebracht und dann Donnerblitz. Ja, es wäre deutlich besser gewesen. Aber egal. Besser war es hinterher erstmal immer schlauer und so muss ich jetzt erstmal ja, darauf klarkommen, dass ich hier einen kleineren Fehler gemacht habe. Nur ein Drachenpuls. Ich muss jetzt gerade darauf hoffen, dass das bloß nicht critic. So ein Drachenpuls-Crit, der wäre jetzt schon ziemlich böse. Don't jinx it, man. Don't jinx it. Da kommt noch ein Drachenpuls von Seedraking. Perfekt. So, das war jetzt gefährlich. Ich hätte mich eigentlich mit einem Hypertank hochheilen können und dann wäre ich recht sicher. Aber ja. Ihr kennt mich. Ja, ich spiele gerne mit dem Feuer. Zick, zick, zick. Ah, verbrannt. Wow, ich könnte in so einem komischen Kabarett auftreten, wo nur so unlustige Spastis sind. Da könnte ich tatsächlich auftreten. Nee. So, Raichu. Ja gut, komm, Raichu sollte eigentlich nie Autowin sein. Ich bezweifle, dass Raichu irgendwas kann, was mir viel Schaden zufügt. Vielleicht... Ja, Donnerblitz. Ich hätte aber eventuell höchstens mit einem Fokusschuss gerechnet, aber guck mal. Selbst der Donnerblitz, der macht lächerlichen Schaden. Ich für meinen Teil werde jetzt hier erstmal mit Säurespeier angreifen. Säurespeier wird dieses Raichu so gut auf, ich würde sagen, 80% runterringen. Okay, eigentlich sind es nur 90. Säurespeier, okay, ich muss gestehen, Säurespeier ist natürlich gar nicht so stark, aber... Ein bisschen mehr Schaden entfiel es schon erhofft, mein Freund. Aber Wayne. Flammenwurf bei minus 2 gegen das Raichu könnte auch schon ausreichen. Es reicht sogar aus. Perfekt. Und damit hätten wir diesen Typen besiegt, nämlich mit Lone Zapdarang. So, meine Nachbarn. Wer hätte das sonst geschafft, ne? Einen random Trainer, einen random NPC hier besiegt mit einem Zapdarang. Zapdarang ist der Chef, der kann alles. So, und wisst ihr, Leute, was ich in der Entwicklung von Pokémon richtig episch finde? Ich glaube, ab Black and White ist es so, dass jedes Mal, wenn man die Siegestraße betritt, es einfach mega episch ist. In Oras war es wieder nicht so, weil es halt ein Remake ist. Ach, guckt euch das mal an. Alle Orden schön an der Wand und jeder Seite 4 Stück und dann halt diese Tür. Da müssen wir uns erstmal auf den Schalter stellen. Ja, die Orden, die leuchten auf. Oder die Ordenssymbole. Und dann geht hier erstmal noch so eine krasse Tür auf. Ja, da wird hier alles eingedreht, eingehakt und Treppen steigen jetzt ja auch nochmal empor. Finde ich richtig geil. Das ist seit Black and White so. Ja, guckt euch das mal an. Das sieht sowas von episch aus. Das ist so eine der Sachen, die ich extrem lobe.
einfach, ja, vielleicht jetzt, sag mal Grafik, nein, einfach die Effekte, die sehen unglaublich gut aus in Pokémon. Im Moment, aktuell, die sind ziemlich geil. Aber wisst ihr was, bevor ich hier weitermache, mit der Siegestraße, ich bin gemein. Ja, wenn wir in der nächsten Video erstmal mit der Siegestraße weitermachen, wisst ihr, was ich machen kann? Ich kann aber dafür schon mal ein Pokémon fangen. Hehe, dann kann ich nämlich pünktlich zur nächsten Episode sogar nochmal Wonder traden. Eventuell sogar das letzte Mal. Und es wird sogar zum Abschluss ein Duo-Dino. Wow, episch. Kriege ich das vielleicht sogar mit einem Flottball gefangen? Duo-Dino, Leute. Ja, also Zweiolus. Auf Englisch. Ja, es heißt tatsächlich Zweiolus. Auf Englisch. Oder Zweiolus. Ich glaube, es wird Zweiolus ausgesprochen. Okay, der Flottball hat nicht gereicht. Das heißt, ich müsste es eventuell unter Umständen sogar tatsächlich schwächen. Aber wisst ihr, ich bin für sowas halt faul. Ich bin ein richtig fauler Typ. Also ich werde jetzt auf Pinsir wieder umsteigen. Sie müssen nämlich jetzt um diese Uhrzeit und vor allen Dingen in Höhlen eine ziemlich gute Fangrate haben. Oder auch nicht. Ich habe nichts gesagt. Deswegen gibt es ja jetzt den Kraftschub von den Zweolus. Und das Ding ist sogar auf Level 59. Das heißt, das Level der wilden Pokémon hier übersteigt das Level des ein oder anderen Teammitglieds bei mir. Also ich sollte eigentlich schon noch ein paar Level Zeit haben, mich für die Liga vorzubereiten. Okay. Weißt du, Duodino, so langsam wird's langweilig. Du darfst gerne in diesem prächtigen Finsterball bleiben. Vor allem wirst du da sowieso nicht drin lange bei mir bleiben, weil du in den Wonder-Trick gesteckt wirst. Okay, guck mal, der Drachensturz. Der macht natürlich jetzt auch nochmal richtig krassen Schaden. Fuck me, ey. Das ist... Oh Gott. Hättest du nicht mit einem Flottball einfach drin bleiben können? Da kommt noch ein Kraftschub. So langsam wird es gefährlich. Ich versuch's mal mit dem Donnerblitz. Body Slam ist okay. Der wird auf jeden Fall nicht ausreichen. Der Donnerblitz hingegen soll... Nee, ich gehe auf Stadida raus. Oh, das ist, glaube ich, tatsächlich das Highlight der Episode. Nicht irgendein Trainer stellt die größte Herausforderung für mich gerade aktuell dar. Es ist ein Zweiolus. Leute, ein freaking Zweiolus. Das ist gerade das Pokémon, was mir am meisten Probleme bereitet. So, kein Übertrank. Wenn dann zur nächsten Episode, aber nicht jetzt. Letzter Finsterball. Letzter Finsterball, komm. Ich habe dich jetzt sogar ein bisschen geschwächt. Sei doch mal ein bisschen dankbar und bleib im Ball drin. So ein Drecks-Pokémon, ne? Oh, nice. Ich meine, okay, ist auf Level 59, ne? Aber ich kann mich nicht erinnern, dass sich ein Pokémon in diesem Let's Play so gesträubt hat, in seinem Ball zu bleiben. Hätte ich jetzt sogar noch einen Meisterball. Ich glaube, ich würde den Meisterball benutzen. Wow, dreimal. Nice, endlich. Es bleibt ein Ball drin. Da bin ich jetzt gerade sogar... Ja, wie soll ich sagen? Leicht genervt gewesen von diesem Duodino. Seine zwei Köpfe sind sich spinnefeind. Beide versuchen über Fresswettbewerbe die Oberhand zu gewinnen. Okay. Das ist bei mir auch so. Oder meine beiden Hände, die streiten sich auch immer mit mir. Ja. Nur dass es dann halt drei Köpfe sind. Wir streiten uns darum mal, wer mehr essen kann. Und ja, meine Hände können auch essen. Ja, wenn man sich jetzt gerade mal so bildlich vorstellt, ist es schon ein bisschen abartig, ne? Naja, who cares? Also, Hashtag Bangarmy. Das Duodino. Das heißt, pünktlich zur nächsten Episode werden wieder zwei Pokémon, wahrscheinlich die letzten beiden Pokémon, in den Wundertausch gesteckt. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, Leute, wenn euch die Episode gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Gebt dem Video doch gerne eine Daumen hoch. Ich freue mich, supporten, ihr wisst Bescheid. Und ansonsten sehen wir uns zur nächsten Episode wieder. Und bis dahin, haut rein, macht's gut, bleibt schön fruchtig und ciao, euer Regi.